Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Urlaub auf dem Bauernhof. Hallo, Herr. Hallo? Hallo, Herr. Hochrater. Hochreiter, ja, genau. Der Sohn vom Sigi, der hat ja gesagt, wir sollen vorbeikommen. Ich habe gehört, wir sollen da irgendwie weiterfahren. Jo. Haben Sie das im Navi drin? Dann würden Sie Jo. vorausfahren. Jo, dann Gut. fahr ich mal vor. Ja. Ist der jetzt schon dran? Ah ja, da kommt er. Ja, wir sollen ja den Sohn vom Sigi, vom Herrn Dings da treffen. Der will uns ja ein Angebot machen. Ich bin mal gespannt, was der da vorhat. Ja, ich weiß auch nicht genau, hier irgendwie hat er gemeint, wir sollen mal vorbeikommen. Oder sind wir aber beide ein bisschen vom Weg abgekommen? Wir sollen mal vorbeikommen, damit wir einfach unsere Zukunft planen können. Wir haben ja da überlegt, ob wir zusammen irgendwo anders hingehen, weil in Walchen ist ja, naja, ihr wisst, ihr habt es mitgekriegt, ein bisschen tote Hose. Touristen gleich null. Ja, einfach nichts los in der City. Oder jetzt gibt er aber Gas davon. Mal ein bisschen Gas geben, dass ich hinten dran bleibe. Oh, da steht die Polente. So. Warte mal. Okay, hier rechts. Also ganz schön schön hier, also muss ich echt mal sagen. Schöne Aussicht. Aussichtsdampfer hier auf dem See. So. Kutschieren wir mal da hoch. Ich hoffe. Oh nee, jetzt ist er weg. Hoffentlich finde ich den oder er wartet an der nächsten Kreuzung. Ah ja, da ist er. Okay. Wo sind wir denn hier? Hellenbergen, okay. Oh, schon wieder eine Polente, ey. Was ist denn hier los? Ja, wer ist denn das? Hat mir einfach angehupt. Ja, wir haben ausgemacht, wir treffen uns irgendwo an irgendeinem Café in Baumstedt, glaube ich. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich hoffe mal, dass der Hochreiter davon, dass der einen Plan hat. Weil sonst wird es halt ein bisschen doof. Wenn wir. Warte mal, jetzt verfolgt uns das Auto. Wer ist denn das? Ist das vielleicht der Sohn von dem Ziggy? Der fährt andersrum, okay. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Da, da vorne ist er. Da vorne ist er. Okay. Alter. Da kann man sich ordentlich verfahren hier.
Ah, hier links. Ey, der nimmt mir die Vorfahrt oder was? Alter, wo hat denn der seinen Führerschein gemacht? Ah, warte mal, hier ist die Adresse. Hier wird die Adresse angezeigt. Okay, auf irgendwie Einbahnstraße. Ah ja. Alter, nein, wie verwinkelt das hier alles ist. Ich habe mir hier mal zwei Parkplätze gegönnt. Oh. Wisst ihr, wer das da ist? Der ist mir gerade gefolgt. Glaub, das ist der Sohn von Sie. Hallo? 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 Ja, wer sind Sie denn? Ich bin der Udo. Udo? Ja. Der Sohn vom Siggi. Ah. Okay. Ja, ich bin der Kurt. Nein, ich bin der Karl. Mhm. Hab manchmal ein bisschen schizophrene Züge, aber tut mir leid. Ah, nicht schlimm. Bin auch in Behandlung und nehme Tabletten, aber manchmal geht's nicht anders. Und ich bin der Leo Hochrader. Ah, hallo. So, Sie haben uns ja eingeladen. Was soll's denn jetzt los? Also, es geht darum, Wollen Sie das jetzt hier auf dem Parkplatz besprechen? Ich würde auch gerne rübergehen. Ja, ich würde gerne ein Käffchen trinken. Und haben Sie ja, vielleicht auch. Gibt es ja auch Kuchen oder so? Ich lade Sie ein. Auf einen Kaffee und Kuchen. Ja, das ist doch so. Hätte ich das doch auch gerne gehabt. Ja, so. Ah, kann man so, schön draußen sitzen. Ja, ich hätte gerne einen Blick auf den Teich. Brunnen. Ach, sehr schön. Gut, dann. Schießen Sie doch mal los. Also, es geht darum, ich habe in Russland... Oh, gucken Sie mal, da hinten, da fährt ein Traktor. Wo? Oh. Da hinten, sowas Blaues. Ah, okay. Bin hier vielleicht am Schaffen schon. Hier ist ja mehr los wie in Walchen, ey. Muss ich echt sagen. Ja. Ja, aber Führerschein muss der auch nochmal machen. Ja, also, in Russland. Ja, geht's darum, ich habe da so ein Grundstück, mehr oder weniger Hof, sowas gekauft. Mhm. Und ja, eine riesen Gegend ist das da und wenn sie Lust hätten, könnten sie mitkommen. Wir kaufen uns dann, bauen uns dann einen riesen Hof auf. Mit ich dachte, Kühen, am Telefon haben sie gesagt, das haben sie schon angeschaut und es ist alles da. Ja, also... Es ist schon ziemlich viel da, ja. Okay. Ja. Okay, also wenn ich alles in Walchen an Nagel hänge, dann komme ich so auf circa, weiß gar nicht mehr, was das war, 100.000 oder so. Mhm. Also viel mehr Kapital kann ich leider nicht einbringen. Ja, das macht nichts. Ich habe, Aber ich bin gut im Schaffen. Also ich kann gut arbeiten. Das ist gut. Das ist sehr gut. Also ich habe, auch von meinem Vater was geerbt, habe auch noch selber ein bisschen was. Hm. Herr Hochrater? Ja. Achso, ich wusste nicht, ob Sie der Unterhaltung noch folgen. Ja, doch, ich höre zu. Okay. Sie wissen ja wahrscheinlich, mein Vater ist ja jetzt nicht der Ärmste gewesen. Ja. Mhm. Ja, immer mit dem Porsche unterwegs. Ja, genau. Dicke Primos, Fendt, alles. Ja. Frosch im Hals, tut mir leid. Okay, und wann würden wir da hingehen? Von mir aus können wir direkt rüberfahren. Also, wir können runter zum Flughafen fahren und also im nächsten Ort ist ein Flughafen, da können wir hinfahren und dann können wir da hinfliegen. Okay. Wenn sie Lust hätten. Was sagen Sie denn, Herr Hochrader? Hört sich ganz gut an. Ja.
Also wenn da schon alles da ist, dann wird sich das wahrscheinlich schon lohnen, dahin zu wechseln und da ein bisschen mehr Action zu machen. Also wenn wir da hier so richtig Landwirtschaft betreiben. All das in Walchen, ich muss sagen, ich hatte da ja eine Vorstellung. Das hat für mich nicht so ganz gepasst. Also ich habe mir ja da ausgemalt, ich komme hier ins Urlaubsparadies, baue hier einen schönen Pferdehof auf und, ja, vergessen wir es lieber. Ja, Sind halt. und ich hatte halt Pläne wegen Shop, aber hat sich auch nicht so richtig rentiert. Ja, bei einem ausgestorbenen Dorf, was soll sich da rentieren? Also das ist schon schade gewesen. Okay. Ja. Ja. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, gibt's hier einen Händler oder so? Weil dann würde ich mein Auto noch verkaufen. Wir sind da Ja. gerade vorbei, glaube ich, gefahren. Oben, glaube ich, habe ich sowas gesehen. Ich dachte, sie kommen von hier. Nee, ich komme Örtchen weiter, ein kleines Stückchen. Das ist direkt hier hinter. Okay. Dann würde ich sagen, vielleicht finden wir irgendjemand, der uns sagen kann, wo der Händler ist. Oder falls irgendjemand weiß, wo das ist, weil dann würde ich mein Auto noch da verkaufen. Das ist hier oben, direkt. Könnten wir direkt alle verkaufen und dann rufen wir uns ein Taxi am besten. Ja, das könnten wir machen. Großraumtaxi, da sollten wir alles reinkriegen. Ja, im Notfall lassen wir das Zeug nachschicken, ist ja auch kein Problem. Ja. Okay, dann fahren Sie vor, oder? Kann ich machen. Gut, dann Okay. schick. Freut Haben Sie mich. Funkgeräte? Nee, ist kaputt. Also. Das rauscht immer so. Ah. Ja, kann er nicht mal Gas geben davon? Bin ich mal gespannt. Hier Russland. Irgendwie so ein Dörfchen. Das kann ganz schön interessant werden. Kann ganz schön interessant werden. Aber hier sieht es auch schön aus. Also ich weiß gar nicht. Ich muss gleich noch mal auf ein Ortsschild gucken. Weil der Sigi hat doch gemeint, er sei hier in Grünfelder Land gewesen. Vielleicht ist das hier. Ja, da steht Gemeinde Helmbergen, Grünfelder Land. Interessant. Der ist hier abgebogen. Oh, ich habe vergessen zu blinken. Das ist ja interessant. Aber hier ist richtig Betrieb, muss man auch mal sagen. Das ist nicht so wie in Walchen. Ah, da ist er. Ey, wo kommt denn der jetzt her? Sollen wir da in die Werkstatt parken? Okay. Ja, schick. Also, war das der Ort hier, wo ihr Vater zu Besuch war, im Urlaub war? Ja, genau. Wie war das? Ich habe nämlich da auf dem Schild schon gesehen, Grünfelder Land. Also, sieht ganz schön aus hier, muss man echt mal sagen. Ja, das muss man echt sagen. Er war auf dem Weg zu mir rüber. Er wollte nur einen kleinen Besuch bei mir abstatten. Denn wir wollten eigentlich gemeinsam da hinten den Hof machen. Und er wollte noch ein paar Kollegen anrufen von sich. Und
Da wollten wir da drüben das alles betreiben, jedoch ist er auf der Autobahn an so einer Raststätte, hat er wohl einen Herzinfarkt bekommen. Ja, das ist doof. Und da, ja. Ah, da hinten fährt der blaue Fendt wieder. Oh ja. Da Ich sind wieder coole weiß nicht, ob das Marken. hier so gängig ist, aber der ist gegen den Baum gefahren. Keine Ahnung, vielleicht fahren die ja alle so. Okay, gut. Dann rufen wir mal irgendwie ein Taxi oder so und dann machen wir uns auf den Weg. Ja, Mama. Jo. Gut, Okay. dann bis später. Jo, bis später. Jo, bis später. Tschüss. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ihr seht schon, wir sind auf dem Weg irgendwohin. Wohin? Seht ihr am Samstag. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.